Unlängst veranstaltete der niederösterreichische Badmintonverband die Austrian Senior Open, ein Turnier für Senioren, welches internationale Sportler in die Landeshauptstadt St. Pölten zog. Bereits zum dritten Mal fanden die Austrian Senior Open in der Brandauer Halle in St. Pölten statt. Dabei treten Badmintonspieler in verschiedenen Alterskategorien ab 35 Jahren an. Besonders ist dabei die internationale Beteiligung. Also wir haben 18 Nationen und wie gesagt, es wird in jeder Kategorie ab 35 in Einzel-, Doppel- und Mixbewerb gespielt. Wir haben ca. 125 Teilnehmer. Das Turnier wird sehr gut angenommen international und das zeigt sich auch vom Niveau, weil das Niveau steigt. Also das heißt, es kommen schon sehr gute Spieler, Weltmeister. Also wir sind stolz auf unsere Teilnehmer. Es ist für uns ein idealer Termin und das Team von Ernst ist auch so nett gewesen und hat inzwischen den Termin abgestimmt mit den deutschen Meisterschaften. Das ist für uns die perfekte Vorbereitung. Wir haben in 3 Wochen die nationalen deutschen Meisterschaften der Senioren und das ist die Qualifikation für die Europameisterschaft. Also besser geht's nicht. Ich denke, es ist sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten, dass der Sport die Völker verbindet im gemeinsamen Tun. Und eben, da eben das lauter Senioren sind, also ist das, obwohl es sehr sportlich hergeht, auch ein bisschen geselliger. Und das zeigt also, dass sich auch die Leute gerne einfinden, auch auf internationalem Niveau dann zusammensitzen und eben Informationen austauschen und freundschaftlich austauschen. Wir sind total entspannt. Wir haben gestern, obwohl wir heute gegeneinander spielen, noch zusammengesessen. Und das ist das Schöne im Altersklassenbereich. Es geht nicht mehr so verbissen zu, sondern man fightet hier bis zum Letzten. Und anschließend trinkt man zusammen Bier. Also wir sind gut gelaunt und ich hoffe, dass ich ohne Verletzung durchkomme und im Idealfall ohne Niederlage heute Abend zweimal Champion von Österreich bin. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Leute dann eine Woche länger bleiben oder schon angereist sind. Also auch für das Umfeld ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass hier in St. Pölten sowas stattfindet. St. Pölten hat sich vor Jahren schon zum Ziel gesetzt, die fitteste City of Austria zu werden. Das heißt auf der einen Seite die bestmögliche Gesundheitsvorsorge, auf der anderen Seite auch die bestmögliche Infrastruktur für Breiten-, aber auch Leistungssport. Und das Dritte ist, es gibt in St. Pölten über 150 Sportvereine, die unterschiedlichsten Möglichkeiten anbieten, Sport zu machen. Und das merkt man und das schlägt sich dann auch in der Bevölkerung nieder. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf unser Niederösterreich, besonders wenn 18 Nationen aus der ganzen Welt hier vertreten sind. Und ich muss sagen, es kann nur eine gute Werbung sein. Und ich möchte auch alle, die hier heute bei diesem Spielen dabei sind, einladen. Am 25. und 26. Juni feiern wir 100 Jahre Niederösterreich. Und es würde mich freuen, wenn das auch international besucht werden würde.